genau die positiven Gefühle, die ich schon angesprochen habe, fördern. Soziale Kontakte fördern ist etwas, was sehr hilfreich ist. Also, indem man wirklich bewusst mit Freunden sich trifft und so weiter. Weil wir Menschen darauf angelegt sind, dass wir, der Mensch ist aufgrund von seiner Evolution an Gruppen gebunden. Gruppe bedeutet Schutz. Gruppe erhöht die Chance zum Überleben. Und darum sind vertrauensvolle Kontakt sehr wertvoll für den Menschen und für das psychische Wohlbefinden. Was auch wichtig ist, ist Sinnhaftigkeit. Also, dass wir uns so verhalten, dass wir einen Sinn empfinden hinter dem, was wir tun. Also, es heisst auch, dass es hilfreich sein kann, wenn du dich zum Beispiel die in den Dienst von einer Sache stellst. Also, indem du dich zum Beispiel aktiv bist bei einem Verein zum Beispiel oder dich ehrenamtlich engagierst. Es kann aber auch etwas kleiner sein, indem du zum Beispiel deiner Nachbarin bei etwas hilfst, wenn sie gerade handicapiert ist oder so. Ja, wenn man einen Sinn hinter dem sieht, was man tut, dann hat es einen positiven Effekt auf psychische Wohlbefinden. Und was auch ganz wichtig ist, sind Erfolgserfahrungen. Also Erfolgserlebnisse im Sinn von Ziel erreichen. Und dort ist es wichtig, dass man nicht Ziele anstrebt, die von außen aufgedrückt werden, also den Erwartungen entsprechen von anderen Leuten, sondern wirklich persönlich relevante Ziele, also wirklich Ziele, die deine Stärken auch ausmachen. Also indem du dich fragst, was ist mir eigentlich wichtig? In welche Richtung möchte ich gehen? Ja, was zeichnet mich aus? Und dann in diesem Bereich, dass du dir dann in diesem Bereich realistische Ziele setzt und die anstrebst. Und das Erreichen von diesen Zielen bietet auch einen guten Schutz vor psychischen Erkrankungen.